So, Leute. Und zwar in der Stadt hier? Echt jetzt? Zu wenn, dann gibt's die in Loire, wenn dann. Genau, in Loire müssen wir mal. Dann schauen wir mal rüber. Bevor wir dann rüber segeln. Ah, das sieht doch danach aus. Gefolgsleute. Da der König nicht mehr länger lebt, ohne einen Herrscher, haben wir ein, ja, unerwartetes, unerwartete Freiheit, erlangt. Wir alle, die Zeit ist gekommen, dass wir alle das Land weiterbringen. Ich erkläre deswegen meine Kandidatur als Repräsentant der Menschen, der Leute oder des Volkes. Eigentlich kann jeder ein Kandidat werden. Ist sonst noch jemand? Ich werde meine Kandidatur auch anmelden. Was ist das für Schmutztyp? Ich bin nicht clever, aber das ist... Ich liebe dieses Dorf und das Land. Ich kann helfen. Danke, Louis. Du musst nur deine Repräsentanten wählen, so würde ich es jetzt übersetzen. Okay. Also wir sollen wählen, oder was? Das klingt wie Kommunismus. Okay. Wir gehen mal kurz hoch. Und dann wählen wir diesen Jean da mal. Sieht doch anständig aus. So, kann ich jetzt irgendwie wählen oder so? Komm mal hin, du Spatz! Who should I vote for? Jean. Ich habe Jean gewählt, er sieht sehr gut vorbereitet aus. Okay, ist er jetzt schon vorbei? Müssen wir noch schauen wegen der Stimmenauszählung? Danke für eure Kooperation. Wir werden nun die, die Wählerkarten auswerten. Okay, also da muss ich später dann hinkommen, ne? Gehe ich mal von aus. Sehr schön. So, jetzt mein Litz. Okay, können wir los? Wir verlassen nun, ja, wir machen uns jetzt auf den Weg zum nächsten Kontinent. Morgen.
Was? Alter. Oh Mann. Gib mir mal eigenes Boot, dann fahre ich selber rüber. Alle labern denselben Schmutz. Okay. Also einfach rüberfahren ist jetzt nicht, oder was? Ach Leute, habe ich nicht schon genug für die Stadt jetzt getan, Alter? Oh Mann. Zoll wieder offen im Westen? Im Westen ist Meer. Oder meinst du oben? Also im Westen gäbe es jetzt nichts. Eigentlich nur noch den. Das ist ja der im... Na, da wollte ich jetzt nicht unbedingt hin. Okay, da oben ist eigentlich auch nichts. Nee. Hä? Okay. Irgendwas müssen wir in der Stadt machen. Oh mein Gott. Na, dann machen wir das doch. Woran erkenne ich denn das schlechte Zeug? Das war Schmutz. Bruder muss los. Der Typ haut rein, Mann. Rest die ganzen Tische leer. Kenn ich nix. Oh shit. Das war's. 25 Punkte. Okay. Aber wenn es jetzt nur um den Stein ging, dann war das ja eher so optional, oder? Da liegt sogar das Essen am Boden. Ja, war ganz lustig, aber nicht wirklich weiterbringend. So. Also meiner Meinung nach muss ich da jetzt nochmal ins Kaff. Ich find's jetzt irgendwie schlecht, dass ich da jetzt nicht mit kann.
glaube, hier geht gar nichts bei den Dudes. Das habe ich noch relativ gut in Erinnerung. Ich dachte mir immer, für was sind die eigentlich da? Ach ja. Irgendjemand, der Fieber hat. Aloha? Aloha? L-O-I-R-E? Habe ich ja vorhin schon gemacht, aber vorhin da schon gepennt. Glaube ich jetzt nicht wirklich, dass das was bringt. Mal hier. Ah, hier ist scheinbar passiert irgendwas. Ah ja. Yuga, wach auf. Sorry, dass wir dich zur später Stunde wecken, aber es gibt wenig Zeit. Wir brauchen deine Hilfe. Prinzessin Ellie ist in Gefahr. Jemand will sie töten. Ich kann nicht alles erklären. Ich muss sie weit weg von hier bekommen. Ich kann auf das Schiff, was an den, auf den neuen Kontinent, was zum neuen Kontinent übersetzt. Aber sie ist alleine nicht sicher. Ich brauche jemanden, der sie beschützt. Während ich mich um den Verfolger kümmere. Kannst du die Prinzessin eskortieren? Ja, mach mal. Du akzeptierst dann. Jetzt kann ich meinen Freund retten. Pass gut auf sie auf. Ich werde morgen in Litz mit dabei sein. Ich zähle auf euch, auf dich, Hyuga. Jawohl. Also. Einfach mal pennen gegangen. Einfach mal weitergekommen. Man kennt's. Was war das? Echt jetzt, Hyuga? Du hättest nicht schneller ja sagen können, oder? Was soll ich machen? Wenn ich nicht zustimme, dann wäre die alte nicht weggegangen. Und ein neuer Kontinent klingt doch interessant. Naja. Komischerweise ist er älteren Frauen angetan. Oder? Was laberst denn du? Ach, nix. Wird ein harter Trip. Hab das gehört. So. Auf geht's! Bist du Hyuga? Das Schiff legt in Kürze ab. Geh an Deck. Servus. Du bist gekommen, gut. Ich vertraue dir die Prinzessin an. Prinzessin, bitte geh an Bord. Ich werde dem nächsten Segelschiff mitgehen oder mitfahren. So. Auf dem Boot. Ich
Fahren wir jetzt nicht wieder auf den Kontinent, wo wir mal waren? Ich meine, wir kommen ja eigentlich von Süd- bzw. Nordamerika. Hey, Prinzessin. Wenn du hier zu lange draußen bleibst, holst du dir eine Erkältung. Ah, okay, die Schweigemethode wie immer. Okay, dann schauen wir uns mal um hier. Servus, Bruder. Es wird eine gute Reise, ein guter Wind weht. Also wenn die Reise gut geht, werden sie mehrere Menschen zwischen den Kontinenten hin und her fahren. Das ist gut. Da schauen wir, was hier so drin ist. Nix. Oh yeah. Toll. So. Voll gegen die Wand gerannt, der Typ. Was labert der denn? Wenn wir weiter in die See hinausfahren, kommen die Seegeister und fressen uns auf. Jawohl. Okay. Müssen wir uns wieder hinlegen? Wieder schlafen oder was? Ich mach das gern. Eh nix. Dann knacken wir halt eine Runde. Was war das? Das kann... Prinzessin Ellie! Oh, Bruder, schnell! Na, dann komm mal her, Alter. Zieht mächtig was ab, Jungs, hä? Ah. Ship Ghost was fake. Der war real. So random, die zu hitten. So weird. Fake. Real. Ja, machen wir halt ein bisschen. Wirklich was abziehen tun's mir ja nicht. Das ist voll random, die mal, wenn du die mal hittest. Aber naja, wir haben Geduld.
nochmal ein Reel erwischt, jawohl. Hast du das jetzt, oder? Bist du in Ordnung, Prinzessin? Yes. Ja, bin ich. Du bist eine komische Person. Bin keine Prinzessin mehr. Du hältst nichts dafür, mich weiter bei mir zu bleiben. Warum bist du gekommen? Frag mich. Ich konnte dich einfach nicht alleine lassen. Du schaust wie eine Person aus, die ich kenne. Eine Bekanntschaft von dir? Schaue ich hier so, sehe ich hier so ähnlich? Wie ein identischer Zwilling. Selbst den Namen. Was ist mit den mit der Persönlichkeit? Ja, nicht im geringsten. Ellie ist ruhig und zuvorkommend. Du scheinst stark und willensstark. Wie kannst du es wagen? Du hast überhaupt keinen Sinn für Taktgefühl. Aber das wollte ich sagen. Danke. Dass du mich gerettet hast. Warum läuft ja eigentlich noch diese scary Musik hier? Ich will hier bleiben. Okay, dann pennen wir wieder weiter, Bruder. Gute Nacht. Schlaf gut. Wir pennen einfach durch. Ja, nach dem Grinders definitiv Geduld, da sagst du was. So, kommen wir jetzt dann bald mal an, oder wie? Land in Sicht! So, kommen wir jetzt wieder an den Kontinent rüber, der ist sauber. Jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin waren, mit den Pflanzen. Im Amazonas. Ah, wir sind jetzt auf der anderen Seite vom Fluss. Ah, der Bruder, ey! Yuga, steh auf, du fauler Sack. Hey, wie lange willst du noch schlafen? Wir sind angekommen. Was? Land? Der neue Kontinent. Wo ist die Prinzessin? Weißt du das? Was? Anstatt hier rumzutrödeln, lass uns an Land gehen. So. Du bist ganz schön langsam. Alle sind schon an Land gegangen. Du bist Hyuga, richtig? Das Mädchen hat einen Brief für dich zurückgelassen. Den königlichen Brief erhalten. So. Schau mal, können wir den irgendwie lesen? Hyuga liest den königlichen Brief. Danke, aber ich kann nicht mehr eine Bürde für dich sein. Nicht länger eine Bürde für dich sein. Ich konnte es dir gestern nicht sagen, aber ich habe den König von Loa getötet. Ich habe ein Geheimnis, was mir von meinen Eltern anvertraut wurde. Der König hat mein Dorf zerstört und mich adoptiert, um dieses Geheimnis herauszufinden. Die Suche nach einem Bräutigam war fake. Er wollte, dass ich das Geheimnis ausspreche. Als ich meine Vergangenheit wieder gesehen habe, Konnte ich ihm nicht vergeben. Ich hatte keine Wahl. Aber es ist nicht nur der King, also der König, der hinter diesem Geheimnis her ist. Sie sind zum Schloss gekommen. Wieder, ja, es hat das mitbekommen und hat mich sofort aus Loire rausgeholt. Kann es nicht verantworten, mehr noch ihn zu involvieren. Ich werde alleine weiterziehen. Bitte vergib mir meine Unhöflichkeit. Ich habe die letzte Nacht genossen. Bitte pass auf dich auf, Ellie.
Alles klar, Bruder. So. Schauen wir uns erstmal hier um, ob es hier irgendwas gibt. Immer schön looten hier. Und mal in die Bude da rein. Ah ja, Crystal. Magic Rock. Servus. Die Segler sprechen von einer Ausrüstung, die von Meerjungfrauen gemacht wurde. Scheinbar ist sie besser als alles, was je von Menschen kreiert wurde. Ah ja. Ah ja. Klingt nice. So, dann gehen wir mal hier raus. In die Richtung. Ist hier noch irgendwo was? Wahrscheinlich nicht. Nö, da kamen wir her. Und dann gehen wir mal auf die Map. Ist hier irgendwas? Nö. Ah. Polo River. Aber da geht noch nichts. Das ist jetzt hier nicht Rio oder so? Freedom. Oh, diese Musik. Okay, er zeigt uns was, um uns aufzumuntern. Hat fette Moves drauf, der Typ. Ja, geht mir besser. Ja, meine Board-Performance kann jeden zum Lachen lächeln bringen. Bla bla bla. Okay. Also ich soll ein bisschen was von meinem Kontinent erzählen zu kleinen Kids. Alter, wie sieht die aus, Bruder? Leute, wir haben einen Gast hier. Sammelt euch mal. Ich möchte, dass ihr diesen Typ kennenlernt. Er ist mit dem Schiff angekommen von einem anderen Kontinent. Okay, jeder soll sich vorstellen. Da ist noch ein Kind, aber das ist draußen. Er heißt Will. Von links nach rechts. Linda, Paul, Harry, Annie. Hey, wo ist Anita? Muss ich jetzt diese Typen suchen? Anita ist rausgegangen, um nach Will zu suchen. Okay, sie hat keine Kohle. Okay, niemand soll weggehen. Wir suchen die Anita. Sorry, ich muss los. Ich soll hier abhängen. Okay, nee. Wir helfen mal beim Suchen, würde ich sagen. Okay, mal schauen, was die Kids hier sagen. Ah. Müssen woanders hin, also.
Flying Machine, also ein Flugzeug wahrscheinlich, in Miracle oder so. Das heißt, wir verlassen die Bude. Hier. Schauen erstmal, was wir hier so an Gear kriegen auch. Servus, Männer. Sehr schön. Schlechter, schlechter, gleich. Schlechter, schlechter, gleich. Alles klar, ihr habt nur Schmutz. Kein nix Gescheites haben die am Start. So, da oben, das ist doch das Dorf. Near Lake oder Near Lake, oh, keine Ahnung, I don't know. So. Wo sind sie denn? Wo hängen sie denn rum? Irgendwo gibt es eine fliegende Maschine, also ein Flugzeug halt. Oh, nice. Erstmal die Truhe hier checken, Leute. Life Potion, jawohl, nehmen wir immer gern mit. So, 282 dann. So. Ich glaube aber, dass wir da raus müssen. Also direkt an hier leck müssten wir, glaube ich, nicht. Kann sein, dass hier irgendwo was ist. Hier zufällig? Ah. Okay. Meinst du die hier? Ah. Ah. Will eine Brücke über den Fluss bauen. Aber sie, es wäscht sie oder spült sie jedes Mal davor. Ah, das kann ich mich erinnern. Sehr geil. Danke. Sehr geil. Also hier im Nordwesten soll irgendwo ein Wald sein. Und da gibt es diese Holzstöcke, da gab es diese Pflocks. Genau, ach ja. Ich dachte mir schon, warum ich hier eigentlich hier bin. Ah ja. Sehr geil. Danke, danke. Jawohl. So, wir sammeln mal so 3-4 Sets. Dann nach Norden. Das Holz zum Stück brauchst du. 10 Stück brauche ich. Sehr gut. Dann weiß ich Bescheid. 2 Stück habe ich, also 5-mal hier die Viecher killen. Ja, die scheiß Dinger brauche ich gar nicht killen. Sehr schön. So, da waren es 4 von 10. Nee, nee, alles gut. Danke dir. Danke dir. Weil hier ging mir schon irgendwie leicht auf den Keks gerade. Ich hab die Stelle voll vergessen, dass man da die Brücke rübernehmen kann. Also auch schon mal gespieltes Game, denke ich jetzt mal, ne? Also wenn du das weißt. So, 6 von 10 am Start. So, noch ein Lock. Und noch ein Lock. Sehr schön. So, mehr
wie einmal. Ja, das grundsätzlich bei mir eigentlich auch. Aber ja, ist schon so lange her, ich kann mich einfach gar nicht mehr erinnern. So ein paar Sachen sind noch drin, aber das da hier, ey, da wäre ich in, wahrscheinlich in ewig und drei Tagen nicht drauf gekommen. Ich hab genug Holz. Alles klar, Bruder. Dann los geht's. So. So, dann bauen wir mal die Bridge rüber. Jawohl. Ne, ich auch nicht seit Winder. Ey, da war komplett. Dass man die überhaupt, dass man zu dieser Brücke gehen muss, das wusste ich alles nicht mehr. Müssen wir ihm natürlich auch in die Hand drücken. Hier, Bruder. Wo hast du diese Holzstücke her? Das ist das perfekte Holz, um eine Brücke zu bauen. Kann ich es haben, ne? Klar, hau rein. Was, 5000? Was? Den muss ich jetzt die ganze Zeit. Also ich übergebe dem jetzt die ganzen Holzlocks. Ja, hier nimm. Ist auch geil gemacht. Jerk, hier, Kev. What is. Nimm, Bruder, nimm. Dann mache ich das jetzt ein bisschen in die Unendlichkeit. Oder müssen wir die Locks ausgehen? Okay, just wait. Das heißt so viel wie, kann ich jetzt rein so und raus und die ist da oder muss ich schlafen gehen? Oh, geil. Sehr schön. Kristall gibt's auch noch dazu. Sobald die Welt in der Stufe abgestiegen ist. 5000 Taler benötigen, um einem alten Freund zu helfen. Oh ja, juhu, da freue ich mich jetzt schon drauf. So, wir gehen jetzt hier mal ein bisschen südlich, weil es gab noch keine Menschen, als wir da angefangen haben. Wir sind jetzt hier in der Pflanzen-Area. Oh Gott, das wenn ich hier schon wieder sehe, ne? Kommen wir gleich die Kotze hoch. Ich hasse diesen Scheiß. So, komplett lost. So, wir sind da durch. Und da unten müsste ja dieses Liotto sein. Hier, warte, da, geh mal rüber. Da ist immer doch am Start. Yeah, Samba! Was soll man hier machen? Okay, wir müssen Katzen rumhauen. Das will ich jetzt sehen. Okay, Bruder. Oh, läuft. Ich das Ding jetzt mitnehmen? What the fuck? Lass mich der Typ jetzt. Ach, ich dachte schon. Ich glaube, ich habe einen verkackt oder. Irgendwie kann man da mehrere hitten. Scheißegal. Wir müssen jetzt hier die Verlobte von dem Spasti finden. Der da im See das blockiert. Die Mucke enjoy ich hier. Ist nicht schlecht. Aber hier bilde ich mir ein, habe ich mir eingebildet, dass man die Ellie wieder trifft. Kann das sein? Der African Samba. Hat sie zumindest erzählt. Hey, Mage. Hey, geil. Hey, ich habe dich endlich eingeholt. Du hättest mir die einfach zurücklassen sollen. Ich habe mich entschieden, dass ich nicht
von deiner Seite weiche, Hyuga. Alter, Bruder. Du machst Witze, oder? Ich hab niemanden zurückgelassen. Du bist einfach nur mitgekommen. Aber ich war nützlich. Gib's zu. Okay, als Belohnung lass uns hier ein bisschen auf dem Karneval umeinander geigen. Okay. Oder lass mal Zuckerwatte kaufen hier. Ja, komm, hau rein. Geil. Tasty. Was für eine männliche Art zu essen. Geil, Mann. Und ziemlich nice. Richtig nice. Also die Stelle hier, die enjoy ich gerade. Fällt mir gut. Hey, Yuga, wo gehst du hin? Lass uns den Karneval checken. Ah, ich darf jetzt keine Häuser rein. Oh mein Gott, die alte. Fußfessel. Fußfessel. So, was geht mit dem Typ? Liebte. Nein, da will ich eigentlich nicht mit dir hin. Bildet sich da nur irgendwas ein? Jo, was geht hier? Soft Eyes, ja, hau rein, Mann. Lecker. Wie er sich halt einfach nur was für sich kauft und für sie nicht. Richtig fail. Komm, Kaffee ziehen wir uns auch noch rein. Wir haben's ja. Danke. Watermelon, Alter, Wassermelone. Was für ein Vielfraß, Alter. So, Oha. Das ist ein wunderschöner Ort. Ich habe gehört, dass Liebte, die sich hier die Liebe erklären bei Nacht, für ewig happy, glücklich sind. Ist das nicht eine schöne Geschichte? Was antworten wir jetzt darauf? Ah, Bruder, das ist Bullshit. Sheesh. Du hast keinen Sinn für Romantik. Aber du weißt, ich möchte diese Geschichte glauben. Ey, Bruder, jetzt nimm aber die Beine in die Hand, ey. Hör mal zu, Yuga. Yuga, es ist nicht schlimm, wenn ich jemanden mag, oder? Selbst wenn es du bist. Ja, das hat schon jeder und seine Mutter gecheckt, Alter. Also, wenn ich jemanden mag, dann möchte ich auch, dass der mich mag. Und nur mich. Komm heute Nacht nochmal wieder. Oh mein Gott, ich soll heute Abend wieder vorbeikommen und ihr sagen, wie wir uns fühlen. Bruder, da müssen wir aber jetzt dann langsam los. Yeah. Das heißt wieder, wenn es heißt bei Nacht, dann heißt es so viel wie, geh schlafen und komm hier hin. So, wir gucken jetzt hier rein. Mal schauen, ob die Gear technisch irgendwie anders aufgestellt sind. Bisher gab es ja bei den Typen immer nur Schmutz. Oha, was ist das? Serum. Ach, wir haben Asche. Kaufen wir einfach 9-mal. Scheißegal, was das macht. Ist wahrscheinlich komplett nutzlos, der Scheiß. Wer habt denn hier jetzt nur noch Schmutzwaffen? So, dann knacken wir mal eine Runde. So, wir schlafen eine Runde. Falscher Raum. Fail. Ah, ich kann umsonst. Ihre Mutter ist nicht da, deswegen können wir umsonst hier schlafen. Immer gut. Ja. Yuga? Yeah! Die ist schon eher unsere Kragenweite.
bin hier mit dir. Ach, Alter, das ist eine Illusion. Was labert der? Das ist eine wunderschöne Welt hier. Das ist die Welt, für die du gekämpft hast, Hyuga. Ist das jetzt real oder verarscht uns die Main? Nachdem du gegangen bist, ist mir etwas klar geworden. Die wunderschöne Farben von das Kristallblau und die schöne Landschaft von Krista. Sie waren nur schön, weil du da warst. Wir haben geleuchtet. Ich habe zum ersten Mal erfahren, wie einsam ich eigentlich bin, als du weg warst. Oder jetzt wird's aber schnulzig. Ich möchte wieder mit dir zusammen sein, wie damals. Alter, die wird jetzt irgendwie aufdringlich. Ja, schau, ich wusste ja, das verarscht. Ah, okay. Also wir haben die Person unseres Herzens gesehen und das war nicht sie. Das ist die Person, die du liebst, Hyuga. Du denkst überhaupt nicht an mich. Ja, es ist korrekt, Bruder. Ich weiß nicht. Ich brauche das nicht. Ich hasse dich. Oha, Bruder. Ja,